Siehst du, warum es den Knochenfriedhof nennen? Ich frage mich, wer diese riesigen Monster waren. Naja, wenn wir geradeaus gehen, sollten wir den Pfad finden, der uns direkt zum dunklen Altar führt. Dort wird Klirovski, klingt immer noch wie ein Pole oder ein Russe, wie jeden Samstagabend seinen dunklen heidnischen Rituale abhalten und die Götter der Kraft und des Knochenmarks anrufen. Er wird bestimmt ein Medaillon um seinen Hals tragen, mit dem er die anderen Clears kontrolliert. Gab's die nicht auch in Schlank? Muss das so ein Moppelchen sein? Eliminate everyone on your way and get Klarovsky. Going polluted by the ashes of the sun. Ach ja. So, guckt man hier irgendwo hoch? Nee. Aber da hinten müsste man's, weil ich sehe dort Munition und so. Kaching. So, wie geht das hier? So schon mal nicht. Aber so. So, sind wir hier schon mal oben und kommen irgendwie nicht weiter. Das ist ja blöd. Rocket Jumps gehen ja nicht. Das habe ich schon ausprobiert. Erinnert so ein bisschen an Alien hier. Auf dem Planeten bei Teil 1. Wo sie denn das Prequel bei Teil 5 gemacht haben. Oder Prometheus.
Noch einer. Brubbel, brubbel, flüster, brubb. So, wo geht's denn hier lang? Let's go, Bob. Ah ja. Die Dinos haben ja einen Bart. Mein kleines Muppelchen. Haben sie jetzt? Jo, sieht gut aus. So, klingt irgendwie wie ein Bowlinggeräusch, ne? Witzig. Ist mir vorhin schon aufgefallen, ich habe es vergessen zu erwähnen. Ich rede ja immer so viel, da wollte ich euch mal ein bisschen Ruhe gönnen. Wo haben wir das jetzt?
nicht ganz. Jetzt. 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 Na, wo ist der Obelisk? Mal wieder 0 von 2. Ich hab's einfach nur drauf.